Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Irgendwas mit Medien. Wenn du dich immer schon mal gefragt hast, warum Leute irgendwas mit Medien antworten, wenn sie irgendwas mit Medien machen, bist du hier genau richtig. Mein Name ist Richard Jung, ich bin Professor für Kommunikationsdesign in Design Krefeld, so nennt sich der Fachbereich Design der Hochschule Niederrhein. Heute geht es um den Unterschied zwischen Mediendesign und Kommunikationsdesign. Laut Website der Agentur für Arbeit planen, entwerfen und gestalten Mediendesigner Medien aller Art. Aber auch Kommunikationsdesigner, und das steht ebenfalls auf der Webseite der Agentur für Arbeit, planen, entwerfen und gestalten Medien aller Art. Bei den Definitionen der Hochschulen steht es leider oft nicht anders. Zum Beispiel beschreibt eine Hochschule ihren Studiengang Kommunikationsdesign so: Kommunikationsdesign ist die Gestaltung und Vermittlung von Inhalten in den unterschiedlichsten Medien. Eine andere Hochschule beschreibt ihren Studiengang Mediendesign genauso. Die gestalterische Aufbereitung und Vermittlung von Inhalten ist die Aufgabe von Mediendesign. Unterm Strich bieten sowohl der Studiengang Mediendesign als auch der Studiengang Kommunikationsdesign anscheinend genau das Gleiche. Warum ist das so? Warum existieren parallel zwei Berufe und zwei Studiengänge für ein und denselben Arbeits- und Aufgabenbereich? Die Antwort lautet: weil es jeder nennen kann, wie er oder sie es will. Wir machen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt. Das gilt übrigens für alles, was mit Medien, also genauer mit Gestaltung bzw. Design zu tun hat. Der Grund: der Beruf des Designers ist nicht geschützt und auch nicht eindeutig definiert. Ganz anders bei den Berufen Arzt, Apotheker, Rechtsanwalt oder Steuerberater. Denn da weiß man, was man hat. Das bedeutet, jeder und alles kann sich irgendwie Designer nennen. Außerdem, Medien sind alltäglich und allgegenwärtig und deshalb so selbstverständlich, dass viele einfach nicht weiter darüber nachdenken, was das genau ist. Leider anscheinend auch weder die Agentur für Arbeit noch so manche Hochschule. Hinzu kommt, und das habe ich ja bereits in der dritten Folge erklärt, ist die Beziehung von Medien und Kommunikation symbiotisch. Das macht es schwer, die Unterschiede zu erkennen. Aber es ist sehr wichtig, die Unterschiede zu kennen, um die Berufe, die sich schwerpunktmäßig mit Medien oder eben mit Kommunikation beschäftigen, zu begreifen. Im Grunde ist es ganz einfach. Während Medien Werkzeuge oder Instrumente zur Erweiterung der menschlichen Sinnesorgane sind, im Prinzip genauso wie zum Beispiel ein Fahrrad oder ein Auto Werkzeuge sind, die es dem menschlichen Körper ermöglichen, nicht mehr selbst gehen zu müssen, geht es bei Kommunikation um sehr viel mehr als nur um die Übertragung bzw. den Transport von Informationen. Es geht um Verstehen und Verständnis und damit vor allem um soziale Aspekte. Es geht um menschliches Miteinander. Es gibt eine interessante Analogie, die den Unterschied deutlich macht. Diese Analogie stammt bereits aus dem Jahre 1884. Sie ist aber heute anschaulicher denn je. Die US-amerikanischen Soziologen Small und Vincent bezeichneten bereits damals Medien als eine Art soziales Nervensystem. Dabei entspricht ein einzelnes Medium einer einzelnen spezialisierten Nervenzelle, die nicht selbst, und das ist wichtig, die nicht selbst kommunizieren, sondern eben nur weiterleiten kann. Weil die Bedingungen innerhalb und außerhalb dieses sozialen Nervensystems unterschiedlich sind. Im übertragenen Sinne sind das zum Beispiel soziale oder kulturelle Unterschiede in einer Gesellschaft, kommt es zu Missverständnissen. Um das zu vermeiden, müssen Informationen umgestaltet werden. Wohlgemerkt, nicht der technische Apparat, Medium, muss gestaltet werden, sondern die Information, der Inhalt, die Botschaft, also das, was der Verständigung bzw. der Kommunikation dient, muss gestaltet werden. Diesen Optimierungsprozess der Umformung bzw. Umgestaltung von Informationen bzw. Inhalten beschreibt der Begriff Kommunikationsdesign. Kommunikationsdesign bearbeitet soziale, kulturelle, ideelle und emotionale Aspekte. Es gestaltet sozusagen das Zwischenmenschliche. So gesehen ist Kommunikationsdesign im Prinzip die Software, während sich Mediendesign auf die materiellen, funktionalen, technischen Aspekte, sozusagen auf die Hardware bezieht. Mediendesign ist viel näher am Arbeitsbereich Industrie- und Produktdesign und ist demnach vor allem
Produktentwicklung und Produktgestaltung. Aber es ist etwas völlig anderes als Kommunikationsgestaltung bzw. Kommunikationsdesign. Kommunikationsdesign ist übrigens sehr viel mehr als nur Grafikdesign oder visuelle Kommunikation. Zwei weitere Begriffe, die oft mit Kommunikationsdesign gleichgesetzt werden. Aber dazu mehr in der nächsten Folge von Irgendwas mit Medien. Für heute vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen.